3, Teil 5. Was hat er denn jetzt hier zu suchen? Na? Was hat er denn hier zu suchen? Denn ich mache ja Videoclips mit Zeigen. Na? Ich muss mal, ich bin jetzt gleich Auto Range. Dann seht ihr nur meinen Oberkörper. Ich muss dieses Buch wieder schneiden. Ich muss dieses Buch wieder auf den Weg bringen. Aber was hat Yoda? Was hat Yoda damit zu tun? Yoda hat gar nichts damit zu tun. Yoda ist an sich nur eine Art Fassade, die die Stromleiste verdeckt. Okay, so jetzt seht ihr, also ihr hört mich, ihr seht mich nicht. Ich arbeite jetzt, ich zeige euch, wie es funktioniert. Okay, ich werde dieses Buch eben schneiden. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich glaube aber doch. So, da habe ich mal wieder ein Buch geschnitten. Na, ich muss das gleich, wisst ihr ja, digitalisieren. Die Reihenfolge habe ich jetzt nicht. Ihr wisst ja, ich habe euch gesagt, Clip 1, 2, 3 und so weiter. So, ich werde, ihr seht ja nur ansatzweise, ne? Aber ist egal. Hier ist die Spiralbindung. Das gute Stück wird hier eingelesen. Kann ich also auch mal zeigen. Soll ich zeigen? Ja, okay. Ihr habt mich überzeugt. Okay. So, ihr hört mich, ihr seht mich nicht. Das ist, wie gesagt, ein Gerät dazu da, um eine Spiralbindung zu machen. Um es ordentlich zu machen, sollten die Seiten, deswegen hört ihr das gleich wieder, auch richtig tatsächlich bearbeitet werden. So, hier ist die Pappeinheit, die hier reinkommt, das Gegenstück, was hier reinkommt. So. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt während den Dreharbeiten hier keinen Blödsinn macht. Nein, alles in Ordnung. So, dieses hier wird jetzt gebunden, indem man das hier einlegt. Ja, aber verkehrt rum einlegt. Ich sage euch auch gleich mal rum. So, dieser Rüttler hat das alles wunderbar gerade gemacht, ja. Dann wird die Einheit so gewählt, dass eine Bindung entsteht und dass es auch ordentlich wird. Das wird dann hier eingearbeitet. So, auf DIN A4, 100 Pro. Weil, wenn man arbeitet für einen Kunden, sollte man immer ordentlich arbeiten, okay? So, dann machen wir diese Spiralen so weit auf, dass sie eine Bindung eingehen können, ja. Die ist jetzt hier offen, seht ihr? So. Jetzt wird das gute Stück genommen und ich sagte noch einmal, passt bitte auf, es kann höllisch wehtun, wenn eure Finger dazwischen kommen. Also ansetzen, ziehen, durchschlagen. In dem Schlag hier bitte die Finger oben halten, weil in diesem Schlag die Finger da drin tut höllisch weh. Okay? So, dann Hand ansetzen, öffnen, weil das sehr spack ist. Dann, wie gesagt, einlesen, genau, so, dann habt ihr das eingelesen, dann den nächsten Schritt. Bitte immer so viel nehmen, dass es also wirklich tatsächlich reinpasst, dass es Platz hat und nicht verkantet. Nochmal und immer wieder, seht ihr, zack, bumm, das schlägt durch. Das kann verdammt wehtun. Wenn ihr eure Finger wirklich tatsächlich da drin habt, dann müsst ihr ein bisschen nachjustieren. Ja, jetzt habe ich schon zu viel genommen. Mittlerweile hat man das im Gefühl, wie viele Blätter da reinpassen und wie viel nicht. So. Dann wird das, wie gesagt, ganz auf die Schnelle gemacht, damit dieses Video nicht so lange dauert. Das versteht sich. So, jetzt werde ich auch mal so langsam, ich werde jetzt auch mal so langsam, ich kann auf der Uhr immer ablesen, wer mich da gerade kontaktet, aber das war jetzt ein Fremder, deswegen kommt er nicht.
Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr wirklich die Rillen schafft. Ich darf auch gestehen, wenn man sich halt auf drei Sachen konzentrieren kann, ist das zwar alles schön und gut, aber wenn die vierte Sache kommt, das hier mit dem Gebimmel, wäre es nicht so gut. So, wie gesagt, das nennt man Bindung, fährt zurück und schwuppdiwupp, da ist das Buch, ne? Also gebunden. So, das Buch ist fertig. Dieses Buch hier ist gecuttet. Ja, dieses Buch ist gecuttet. Jetzt nimmt man die Hardcores weg, weil Hardcores sollte man nicht durch den Drucker jagen. So, das ist jetzt geöffnet. Das wird später zu dem hier gemacht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß weiterhin. Wer zufälligerweise dieses Video angemacht hat und nicht versteht, worum es geht, dann geht in Clip 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7. Und wie gesagt, der nächste Clip, den ihr da aufrufen könnt, dann seht ihr das halt das gleiche nochmal wie an sich den Clip davor, aber halt in einer anderen Handlung. Okay? Alles klar. Ja, das war's jetzt erstmal. Ja. Bis später. Ach ja, noch einmal. Er verabschiedet sich. Juhu! Also wie gesagt, der hat ja mit nichts zu tun. Ja. Der verdeckt halt nur die Maschinen. Ne? Das ist sozusagen ein Lückenfüller.